Ja, heute sind 21 Tage vergangen nach der Brutdistanzierung. Letzte Woche, also 14 Tage danach, hat man ja gesehen, dass sie wieder schwarmlustig waren. Da habe ich die Zellen diesmal nur gebrochen. Und jetzt sind wieder 7 Tage um. Und jetzt schaue ich mal rein, ob sie immer noch schwarmlustig sind und ob ich die Warm hinten entnehmen kann. Da könnten eigentlich nur noch ein paar Drohnenzellen verdeckelt sein, weil es sind ja jetzt 21 Tage um. Schauen wir einfach mal rein. Hier haben sie schön Arbeiterinnenbau gemacht, das freut mich, weil die brauche ich ja, sonst wer sammelt mir sonst den Honig oder den Nektar. Das ist überwiegend Drohnenbau, den werde ich jetzt ausschneiden. Den sollen sie mir nochmal neu bauen, aber bitte in Arbeiterinnenboot. Aber Arbeiterinnenbau. Und sie sind auch wieder in Schwarmlaune. Da ist eine Zelle hier gestiftet. So, den habe ich mal eben ausgeschnitten, der kommt jetzt wieder rein.
Hier sind sie schon ein bisschen weiter. Ja, wie man sehen konnte, die sind wieder in Schwarmstimmung, aber Stifte und alle Stadien sind da. Hab jetzt einfach die Zellen mal gebrochen, weil nächste Woche kommt die Königin eh in Käfig. Und dann hat sich das erledigt mit den Zellen. Dann muss ich nur noch einmal gucken, aber das zeige ich dann auch. Jetzt gucke ich hinten nochmal rein.
genauso wollte ich es haben. Das sind vereinzelte Zellen, das ist aber ganz leicht, die Wabe. Sind alle geschlüpft, da ist noch ein. Aber die schmeiße ich raus. Da quält sich noch eine Drohne raus. Eine der letzten. Beim Abschneiden lasse ich natürlich oben ein Stück stehen. Dann spare ich mir das Mittelwände anlöten, da Streifen anlöten. Haben sie gleich wieder eine Schablone. Ja, wenn die Schwarmverhinderung nicht geklappt hat, hat wenigstens die Wabenhygiene geklappt. Konnte ich ein paar einschmelzen. Kommen jetzt in Sonnenwachsschmelze. Ja, so viel zum Topperhive und der Bootdistanzierung. Hat also nicht funktioniert. Nächstes Mal tue ich alle Waben nach hinten, wenn es der Honigraum hergibt vom Platz her. Weil dies Jahr war ja nicht so dolle. Ja, dann schönen Dank fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Den Sonnenwachsschmelzer konnte ich auch wieder voll machen. Eine kleine Wachsausbeute. Ja, und so sammelt sich das peu à peu.